Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Video. Ich habe heute einen Klamottenhaul für euch. Nur für mich, ich war diesmal nur für mich einkaufen, wie egoistisch. Nein, meine Kinder haben total viel an Klamotten und es ist immer Geburtstag und sie kriegen ja immer wieder was Neues und irgendwann muss ich sowieso für die Kinder mal wieder shoppen. Dann gibt es auch wieder ein Kinderklamottenhaul. Aber heute nur Mama Haul. Ich habe aber auch was anderes noch gekauft. Ich war noch im Saturn. Und zwar habe ich das hier gekauft. Das ist ein Milchaufschäumer. Aber ich nehme das nicht zum Milchaufschäumen, sondern ich hasse es, wenn ich mir ein Kava mache und das umrühre. Und es sind lauter Kava-Stücke im Kava drin, also diese Klumpen. Ich mag das gar nicht, ich finde es irgendwie total eklig beim Runterschlucken und so. Total verwöhnt, Luxusprobleme, ne? Hab mir eben gedacht, unser ist kaputt gegangen und den kann ich empfehlen, man rührt da einmal drum rum und schon sind die Klumpen weg. Deswegen muss der nicht, der hat 2,99 gekostet, von daher. So, jetzt zu den Klamotten. Ich war im New Yorker, da habe ich aber bloß ein Teil gekauft. In H&M war ich, da habe ich das meiste gekauft. Pimpke habe ich zwei Sachen gekauft und beim Teddy Bear. Mir ist das Wort nicht eingefallen. So, dann haben wir einmal von Tellywell in Größe M. Das hat 20 Euro gekostet, hat aber nur 12,99, also 13 Euro gekostet. Und zwar ein Pullover in Pink. Schaut euch mal die schöne Farbe an. Unten ist er dann so, hinten länger, vorne kürzer, was ich ja total lieb. Und er ist so kuschelig, weich und ich stehe ja auf Pink. Und deswegen musste der mit. Dann habe ich, dann kommen wir, es ist irgendwie alles durcheinander. Aber fangen wir, machen wir einfach bei H&M weiter. In H&M habe ich einen Pulli gekauft, hat 20,10 Euro. Das ist so ein Rollkragenpulli, der hat hier so einen Rollkragen ganz lang und geht hier so ganz lang nach unten und ist ein richtig langer. Und ich mag im Winter Rollkragenpulli, die über den Po gehen. Ich mag sowieso Sachen, die über den Po gehen. Ich finde das einfach, da fühle ich mich wohler. Das ist Größe M, genau. So, dann geht's weiter in H&M. Habe ich ein Kleid mitgenommen. Das ist Größe 40 für 5 Euro statt 10 Euro. Ich habe übrigens alles in Sale gekauft. Also ihr wisst ja, Sale und ich, da sind wir gut. Oh, Big Love. So. Und zwar ist es so ein Blütenkleid oder Blumenkleid mit Rosen. Und zwar ist das unten ein bisschen geschwungen und oben liegt es eng an, hat so zwei Träger und hinten hat es einfach offener Rücken. Wie gesagt, fand ich schön für den Sommer und für 5 Euro kann man das mitnehmen. So, dann kommen wir zu Pimki. Da habe ich ein Oberteil gekauft, das hat auch, glaube ich, statt 10 Euro 5 Euro gekostet. L, das sah mir ein bisschen klein aus, deswegen habe ich den L mitgenommen. So. Und zwar ist es so ein Blüten-T-Shirt, das wohl ein bisschen kürzer ist. Das fand ich aber ganz süß. Mit so, kann man das richtig gut vorstellen, mit so einer höheren Jeans, mit einem schicken, schönen Oberteil. Und ich mag ja Blüten und so voll gerne. Und wie gesagt, das musst du nicht und das ist auch richtig dehnbar. Also, falls man mal zunimmt, was ich nicht vorhabe. So, dann haben wir noch ein T-Shirt beim Pimki für 3 Euro statt 12,99. Das finde ich, hat sich richtig gelohnt. Ist mehr als die Hälfte gespart in Größe M. So, und zwar ist es ein ganz normal gestreiftes T-Shirt. Wieder hinten länger als vorne und hat hier so eine Glitzertasche. Fand ich so, einfach so voll in Ordnung. Dann habe ich eine Hose in H&M gekauft, genau, in Größe 42. Ich habe eine Jeans in 44 gekauft, ja, ich bin wieder so in der Richtung. Habe ein bisschen zugenommen, was ich aber jetzt wieder abnehmen will. Aber im Moment brauche ich einfach Jeans. Ich habe nur eine Jeans, weil ich alle anderen weggegeben habe. Deswegen habe ich mir ein paar geholt. Und zwar ist es eine Checkings in 42 für 14,99. Das ist eine ganz normale blaue Checkings. Ist auch ein bisschen dehnbar, aber nicht viel. Und wie gesagt, ganz normal. Hinten Taschen. Stinknormal. Also ich brauche jetzt da nicht wirklich
Vor allem, weil ich jetzt wieder abnehmen will. Aber ich habe mir was richtig Schickes mitgenommen. Ich habe mir gedacht, zum Weggehen, das ist Größe M, das wird mir auch nach und abnehmen noch passen. Die hat nur noch 7 Euro statt 20 Euro gekostet. Und zwar eine, Moment, ich krieg's nicht hin, zum Weggehen, eine Glitzer-Leggings. Die glitzert richtig cool und ist halt wie eine Leggings und glitzert. Bei mir glitzert es noch mehr. Ich stelle mir das richtig geil vor, mit schwarzen Stiefeln, die Leggings und irgendein schickes Oberteil dazu, stelle ich mir richtig geil vor. Auf jeden Fall wird die als nächstes angezogen zum Weggehen. So, dann kommen wir zu New Yorker. Da habe ich eine Hose gekauft. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Die war ein bisschen teurer. Die war nicht in Sale, genau. 3 Sachen habe ich, glaube ich, nicht in Sale gekauft oder 2. 1995, das ist 44. Ich sage ja 44. Die wird mir dann immer passen, wenn ich abgenommen habe. Und zwar ist es eine, obwohl in New Yorker mir aufgefallen ist, dass viele Sachen kleiner ausfallen. Das ist wirklich so. Hier hat es so, nennt man das, Reißverschluss. Und hier ist so eine Spitze. Jetzt geht der Blitz an. Und zwar ist es eine richtig dickere Hose. Hinten hat es auch so Dinger dran. Und die hat mir richtig gut gefallen, deswegen musste die mit. So, dann habe ich eine Jeans in C und A noch gekauft. Die hat 20 Euro statt 30 Euro gekostet. Das ist eine ganz normale schwarze Jeans in 44. Wie gesagt, habe ich mir jetzt vorübergehend gekauft, damit ich im Winter was habe. Und zwar ist es eine ganz normale schwarze Jeans. Die kommt bei euch grau rüber, aber ist bei mir wirklich schwarz. Kann man wirklich nichts sagen. Und zwar eben 10 Euro günstiger. Dann habe ich noch eine richtig geile Hose. Wenn ich es endlich geschafft habe abzunehmen, wird die getragen. Zum Frühling hin habe ich mir die vorgenommen und für diese Hose nehme ich wirklich ab. Also das ist wirklich ein Ziel, warum ich die mitgenommen habe. Die hat normalerweise 30 Euro gekostet, hat aber nur 20 Euro gekostet. Und es ist eine Waist, also eine höhere Jeans in Größe 40. Wie gesagt, da habe ich ja nur zwei Größen bis dahin. Und zwar ist es eine pinke, ich weiß nicht, ob das pink oder rot ist, also ist eher beides. Und zwar ist es eine Jeggings und hier hat es so geile Dinger dran. Und ihr wisst alle, dass ich auf solche Hosen stehe. Auf solche Farben denn. Und wie gesagt, diese Größe möchte ich bald erreichen. Deswegen habe ich sie mir gekauft. So, meine Lieben, das war's. Ich habe euch alles gezeigt. Und ich hoffe, heute hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Tschüss!